Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines 2. City Skylines 2. Ja, ich habe vorhin einen Bericht über City Skylines 2 gelesen. Zu Captain of Industries. So, jetzt haben wir es wieder. Ja, hier sind wir fleißig wieder an der Mine, die gegraben wird und bearbeitet wird. Lustigerweise natürlich nicht die Aufgaben, die ich Ihnen zugeteilt habe, aber was soll's. Im Grunde ist ja jedes Ziel, dass wir hier anfangen, schön die Mine auszuheben. Ich werde auch schauen, dass wir vielleicht die Straße ein bisschen weiter vorverschieben in Zukunft. Und dann sollte das auch besser gehen. Die Kollegen füllen hier aber fleißig auf. Das ist natürlich super, auch wenn jetzt aktuell noch relativ wenig drin ist. Das sollte sich bald ändern. Gleichzeitig geht die Produktion oder der Bau unserer Anlage hier Stück für Stück weiter. Was natürlich noch besser ist, denn wir wollen den ersten Anlauf mal hier wagen. Wagen. So. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Jetzt schauen wir mal. Aber hier, dieser ganze Haufen, der sich dann hier verteilt. Hier unten sind sie aber auf jeden Fall gut dran auch gewesen, so wie ich es gesehen habe. Ist da die Straße daneben oder steht das nur Textur? Ich habe gedacht, hier ist so eine Welle drin, aber wenn du guckst, ist das komplett gerade. Wait, ist das keine Kohle mehr, auf der wir hier stehen? Doch, das ist schon Kohle. Ach, das ist der Schatten. Warte, ich krieg's hin, das richtig auszurichten. So ungefähr? Nee, hä? Also ungefähr dazwischen ist die Sonne. Gut. Aber es geht natürlich hier Stück für Stück überall voran. Unsere Projekte, unsere Großbauanlagen und alles Mögliche sind in voller Leistungsbereitschaft. Unsere riesige Plattform ist hier auch fast fertig. Da müsste man sich auch überlegen, was man damit macht. Auf jeden Fall werden wir hier Stück für Stück verkippen. Und ich bin gerade beim Überlegen, weil wir so viel Gold haben und wir aktuell gleich eh nichts wirklich verwenden. Wir könnten auch mal die neue Forschungsstufe machen. Beziehungsweise wir kriegen jetzt das Rechenzentrum. Wait, wir kriegen das Rechenzentrum. Und ja, ich habe bis jetzt noch leider nicht auf die Kommentare antworten können. Die Woche ist übervoll. Also man glaubt immer, jetzt wird es wieder ruhiger. Wurde es auch für eine Woche. Und dann sind wieder neue Sachen passiert und in der auf jeden Fall ist die Zeit wieder bumm ausgebucht bei mir im Kopf. Beziehungsweise in der Zeitlinie. Was es leider sehr, sehr traurig macht, dass das so ist. Aber ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert und dann wieder ein bisschen ruhiger wird. Ich bin an vielen Sachen am Machen und Probieren. Filtermaterial haben wir tonnenweise auf Lager. Das ist super. Und natürlich die Anlage hier wird komplett ausgebucht. Was jetzt aber natürlich spannend ist, ist dieses Rechenzentrum. Denn mit diesem Rechenzentrum müssen wir natürlich doch bestimmt was machen können. Wo drunter befindet sich jetzt das wieder? Fangen wir doch mal so an. Wo ist das normale Rechenzentrum? Ah, hier, Rechenzentrum. Aha, schau an. Das könnten wir uns sogar leisten. Und dann brauchen wir fürs Wasser diese Wasserkühler. So, jetzt ist die Frage, setzen wir das hier unten hin oder ich würde das oben hinbauen, ganz ehrlich. Ich würde das hier oben hinbauen und zwar für die ersten. Hier kommt Wasser durch, richtig? Ja, hier kommt Wasser durch. Warum kommt hier so wenig durch? Oh! Ich habe die Anlage leer gepumpt. Das ist natürlich suboptimal. Holy shit. Ich habe die Anlage leer gemacht. Wenn das hinkriegt, pumpst du eigentlich noch? Nee, hä? Warum nicht? Ach, weil das jetzt wieder in die Gegenrichtung geht. Und hier brauche ich nicht viel. Also könnte ich dich eigentlich umdrehen. Ich sag aber hier, primär soll es noch hier gehen. Und dann pumpen wir wieder das Wasser im Boden. Aber, ah, das liegt wahrscheinlich daran, weil wir keine Kohle hier drin haben. Das kann natürlich sehr gut sein.
Das kann sehr, sehr gut sein. So, ach, hier habe ich keinen Einschaltknopf für alles. Aber bis jetzt schaut es gut aus und wir kriegen das ganze Wasser hier raus. Das macht es natürlich für uns sehr, sehr lukrativ. Wie schaut es denn hier hinten aus? Beziehungsweise allgemein mit Kohle. Die Kollegen graben auf jeden Fall fleißig. Es scheint aber so, als ob es nicht ausreicht. Also es wird mehr. Wir haben ca. 1000 aktuell auf Lager. Wenn ich mir mal die Kohle... Wo habe ich angeblich 11.000 Kohle auf Lager? Aber wo war jetzt gerade die Kohle? Wo war die Kohle? 11.000? Hä? Menge. Wo sollen die auf Lager sein? Ah. Hier sind natürlich ca. 8.000 gelagert. Und irgendwo habe ich bestimmt noch... Dann noch die 1.000 macht schon mal 9.000. Und ich habe hier bestimmt irgendwo noch ein paar Zwischenlager eingebaut. Gut, ja, dann kommen wir natürlich irgendwie da drauf hin. Huge. Dann war ich ein bisschen daneben. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich die Kollegen... kurzerhand mit ihren zwei Baggern und mit ihren zwei Kippern in die Mine versetze. Mache ich jetzt auch erstmal. Und hier würde ich vielleicht noch einen Kippenmulder in meinen Auftrag geben, weil ich glaube, aktuell ein bisschen blöder Zeitpunkt. Obwohl, nur nicht mal. Komm, Kippenmulder, jetzt machen wir noch zwei. Und noch einen Tanker, der rumfahren kann. Können wir eigentlich noch was auf der Karte... was ist mit dir eigentlich? Warte mal, du wartest auf deine Lieferung, ne? Laden der benötigten Materialien. 400 fehlen. Diesen Bagger kann man gerade schon. Ja, der Transport... Alter. Wir sind halt echt fast durch. Und der alleine ist jetzt hier gleich schon mittlerweile über... Oh, hier sind zwei eingestellt. Wo ist denn der zweite? Dann stelle ich hier einen dritten ein. Man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt ein Riesen... Also, was zur Hölle habe ich mir eigentlich gedacht dabei? Ich habe ja echt den Berg einfach abge... Hat jetzt... Zweiter, der zweite. Du lädst hoffentlich den... Ja, super. Aber was war das für ein Projekt? Was zur Hölle hatte ich vor? Aber ich finde es interessant. Du siehst, was ich hier raus... Man sieht, was ich hier rausgegraben habe. Das ist das Ergebnis von den ganzen Grabearbeiten. Die zwei Bagger sind unterwegs, super. Die Frage ist nicht, ob ich in Zukunft die Kohle von den Riesen bearbeiten lasse, die wesentlich schneller mir wahrscheinlich Kohle ranbringen und die Lager befüllen. Und dann sollten wir viel schneller an die ganzen Projekte rankommen. Nach das natürlich, wir müssen schauen, dass wir das Ganze umsetzen. So, sag mir bitte, dass du einen Weg hinfindest. Perfekt, jawohl. Wo fährst du hin? Auch zu dem Minenwerk hier. Schau mal, ich sag dir noch, du kannst meinetwegen auch hier ein bisschen graben. Ich muss natürlich nachher darauf achten, wo ich wie grab, aber das sollte dann schon funktionieren, hoffe ich. Wie schaut es hier mit dem... Ja, okay, ich muss das hier wahrscheinlich nach alles verschieben noch ein bisschen. Der holt die Erde ab, okay. Wie schauen wir hier aus? Stück für Stück geht's voran. Stück für Stück. Aber... ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe auch mal. Ernsthaft, ihr seid jetzt alle dahin gefahren. Für was? Teilweise sind sie schon ein bisschen dumm. Wahnsinn. Also teilweise sind sie richtig dumm. Wie viel Kohle kriegt? Oh ja, das sind schöne Mengen an Kohle, die ich da sehe. Das sind schöne Mengen.
Mein Plan ist ja immer noch, dass ich weniger Kohle in Zukunft brauche und ich hoffe auch darauf, ehrlich gesagt, um das ganze System ein bisschen auszumerzen. Es ist natürlich nicht so einfach. So, wir waren ja eigentlich beim Rechenzentrum, ne? Jetzt sind die Leitungen hier wieder sehr voll. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt die Kühltürme einbauen kann. Aber hier schon. Es füllt sich wieder. Könnte auch daran liegen, dass wir hier das komplette Wasser was verbrochen. Aber wir haben immer genug auf Lager. Wie viel habe ich bei dir schon wieder rausgepumpt? Nicht viel. Wie schaut es hier mit den Tanks aus? Wir sind so gut aktuell irgendwie mit allem Möglichen. Das ist der Wahnsinn. Kann ich auch das erste Mal wieder ausschalten. Schau dir die Kupfermine an. Ich kann mich noch erinnern, wo wir hier angefangen haben. Hier vorne haben wir reingegraben. Einfach eine Schräge runter. Davon ist nichts mehr zu sehen. Es ist ein Riesenloch. Man sieht auch nicht mehr diesen riesigen Erdhügel, den ich hier gebaut habe am Anfang. Man sieht gar nichts mehr. Man wird auch in Zukunft nichts mehr sehen, weil den Teil werde ich mindestens verkippen, damit wir hier wieder gut an die Anlage rankommen. Aber ich mag nur mal überlegen, was in der Zeit, in den letzten 100 Folgen mittlerweile, ne? Ich muss mal überlegen, es sind 100 Folgen schon gewesen. Was hier passiert ist, ist eigentlich irgendwie erstaunlich. Ach, schau mal, wir haben hier schon wieder verkippt. Jetzt ist hier nicht die Sache, ich muss ja hier immer sozusagen Bereich editieren. Und das Ganze hier vorne wieder in den Verkippradius einbauen. Damit die weiter verkippen können. Damit das hier vorangeht. Gut. Genau. Ich wollte eigentlich das Zentrum hier bauen. Wir planen das mal ganz kurz ein, denn ich will hier nur überlegen, wie viel wir hier brauchen. Es steht auch nichts da, wie viel Kühlwasser wir brauchen und alles. Steht ja nur da rein. Soll jetzt da Kühlwasser rein, oder? Hier kommt gekühltes Wasser raus, da kommt warmes Wasser raus. Hä? Warum kommt... Wait, what? Ich platziere das jetzt mal hier. Als erstes Testgebiet. So, warte mal. Ah, hier kann ich Servergestelle reinmachen. Okay. Es braucht Ausgänge, Lieferung. Warum soll ich denn dann, oder kann ich sozusagen die aneinander stecken? Also ich werde das jetzt mal einfach ganz simpel hier aufbauen, für die ersten Tests. Wir bauen hier einen Wasserkühler hin. Die Wasserkühler geht hier hin. Du schließt dich hier an, du schließt dich hier an. Ganz, ganz simpel. Den kann ich mir gerade nicht leisten, weil 40. Dich kann ich mir aber leisten und du bist das Servergebäude, das sozusagen in Zukunft unsere ganze Serverproduktion übernehmen soll. Beziehungsweise unsere Teraflops nach oben schnellen lassen kann. Was ist denn das für ein Servergebäude? Da wird sich jeder Schiss machen, weil... So, und mit Servern, die ich produzieren kann, kann ich das Ganze wieder verändern, oder wie? Bedeutet, ich sollte jetzt in der Produktionsserver haben. Server. Server wird aus Stahl und Elektronik 3 produziert. Das ist gar nicht mal so schlimm. Und das gleich sogar in der normalen Montage. Ich muss mir noch den Stahl raussuchen. Warte mal. Stahl. Stahl.
Gut. Du kriegst hier unsere Servereinheiten. Und dann machen wir das hier direkt einfach in ein Ding ran. Weil jetzt sollten wir dann rein theoretisch hier an ein Limit kommen, oder? Es dauert lange, holy. Frisst das keine Teraflops mehr? Doch, 4 Teraflops. Derzeit nicht ausreichend. Wo habe ich schon gewundert? Oh. Wir pausieren mal kurz die komplette Anlage hier, bitte. Das sind jetzt die ersten 4 Server? Ah, dort ist länger. Ah, das produziert mit 5 und 1. Okay. Verstanden. Nicht genug Wartung 3. Au! Ja, schon Sven, jetzt kommt er. Für die Server brauche ich wieder Wartung. Brauche ich da nicht für Mitarbeiter? Wäre das nicht schlauer, Leute? Also ganz ehrlich, bei mir brauche ich. Ja, okay, ich brauche Ersatzteile, aber nicht so viele. So, wo waren denn die blöden Wartungsgebäude hier wieder? Wartung Depot 3. Du brauchst mechanische Teile und Elektro. Komm, verbind dich um, bitte. Natürlich nicht. Jetzt brauche ich ja noch Wartung 3, Alter. Jetzt wird's langsam. Ach, schau mal, wenigstens kann ich das jetzt hier so platzieren. Kann sagen, ich nehme hier ein flaches Förderband. Setze das hier an. Und gehe hier rüber. Such mir vor allem erstmal das Band, wo zur Hölle hier jetzt. Die mechanischen Teile rauskommen. Und muss dafür jetzt erstmal einen Fördermann bauen. Nein, Gott damit. Das zweite. Flaches Förderband. Gut. Pure Abzocke, ich sag's euch. Dann produzieren wir mal Wartung 3. Wartung 3 hat kein Rezept ausgewählt. Leute, es sollte doch hoffentlich vollkommen reichen, einfach fürs Erste, oder? Den würde ich auch noch gern bauen. Ich hatte wohl schon mehr auf Lager.
Für den brauche ich 30 gleich, ne? 40 sogar. Aber ich kann nicht Bauprio einsetzen, oder? Priorität 1. Weil ich kann in dich jetzt Server einbauen. Jetzt kann, produziert er 2 Teraflops rein, theoretisch. Er hat aber noch kein Wasser. Asche, jetzt haben wir 19. Macht 2 Terablocks mit 40 Kilowatt. Okay, das ist aber effizient für uns. Und ich kann 48 reintun, bedeutet ich kann 96 Teraflops damit produzieren. Ist auf jeden Fall besser wie mit der anderen Anlage. Es dauert bloß ein bisschen. Aber mit euch produziere ich jeweils 8 Teraflops. Dafür braucht ihr keine Wartung 3. Das ist halt immer so ein bisschen das Hin und Her am Ende, ne? Wie schaut's mit unserer Server? Ich sehe nix! Ah, weil sie jetzt gerade alle hier unten graben. Wie weit müsst ihr noch? Nicht mehr weit. Ihr könnt schon direkt in die Kohle reingraben und dann hat sich das ganze Problem erlöst. Ein Großteil liefert eh auch Kohle, von daher sollte das hoffentlich kein Problem werden. Was ein Problem ist, ist, dass das hier wohl... Obwohl, sie ziehen es jetzt ab. Jetzt fahren die Leute wieder weg. Okay, gut. Die Anlage hinten, da hat sich nie wirklich was verändert. Bis zur nächsten Folge hoffentlich kann ich das einfach mal ein bisschen durchlaufen lassen. Da passiert dann eh nicht viel, außer dass ein paar mehr Server kommen und so Zeugs. Und hoffentlich irgendwann mal dieser Wasserkühler. Weil den haben sie bis jetzt ja noch nicht geliefert. Liefern mir endlich diesen blöden Wasserkühler. Wo bleibt denn mein Wasserkühler, ihr Leute? Ich sag dir, gleich klaut mir wieder jemand das Zeug und dann kriege ich meinen Wasserkühler nicht. Wasserkühler, dankeschön. Problem gelöst, Wasserkühler. So, der liefert jetzt hier kaltes Wasser. Und der kriegt das gekühlte Wasser jetzt hier rein. So, ich kann jetzt hier noch einen machen. Jetzt habe ich schon mal... Brauchen wir jetzt immer noch nur 2 Teraflops? Ne, 4 Teraflops habe ich jetzt. Na schau, jetzt wird die Leistung voll, das ist super. Haben wir keine Fläche mehr? Ah, da kommt jemand abholen, gut. Ein Lieferungsproblem, ein ganz simples. Das sollte sich hoffentlich mit ein paar mehr LKWs dann auch lösen. Wir sind halt aktuell sehr eingespannt. Aber unsere Projekte und unser Wille bringen uns voran. Es war schon wieder eine sehr, sehr lange Folge. Es ist kurz vor 11. Ihr glaubt mir kaum, aber es ist echt kurz vor 11 gerade. Und ich will mindestens noch eine weitere Folge aufnehmen, weil ich nicht weiß, wie die nächsten Tage ablaufen. Und das ist natürlich dann ein bisschen ungut. Ach, schnell, jetzt 6 Teraflops. Macht fast so viel jetzt wie einer von denen. Aber halt auf Kosten von 3 Servern. Interessantes System auf jeden Fall. Ich sollte jetzt euch mal wieder aktivieren, weil jetzt, glaube ich, sollte das auch wieder funktionieren. Ohne Probleme. Ich hoffe, es hat gefallen, auf jeden Fall. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.